So, ich habe jetzt mal getestet den Sound. Ich denke mal, der passt sogar. Das ist super. Oh, wir haben noch was da zum Auffüllen. Moment, Moment, Moment. Wo ist denn die Kiste? Ah, da ist er. Dann mal her damit. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Okay, wir haben die Mission ja erfolgreich abgeschlossen in der letzten Folge. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ach so, es geht verlassen also noch. Okay, Spaziergang über die Treppen. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Komm. Hui. Och Mann, ich hab gerade rutscht jetzt so. Hui. Haha. Die Abkürzung gefällt mir. Oh, ich glaube, wir sind zu tief, oder? Kann das sein? Aber hier gibt es irgendwie nicht mehr raus. Ups. Ah, noch ein Stockwerk tiefer. Ah, okay. Ja. So. Interagieren. Das ist eine gute Idee, oder? Oh, wir machen das mal. Ah, ich habe schon gedacht, der Lift kommt dann runter. Bin ich ja beruhigt. Ah, hier können wir nochmal auffüllen. F. Erste Hilfe-Set. Nice. Das haben wir gebraucht. Ja, ich war ein bisschen verschwenderisch damit. Okay. Folgen wir mal dem GPS hier. Also, ich muss sagen, es macht auf jeden Fall Laune. Es ist mehr Arcade-lastig. Wegen diesen RPG-Elementen. Ich vertraue Dr. Kexler. Das wäre schön. Ach, die Fertigkeiten muss ich noch machen. Wir brauchen sie. Denken Sie ja, immer wo wart daran. ihr eigentlich, Jungs, hier, hä? Wo wart ihr? So, wir müssen die Fertigkeiten noch machen. Ab jetzt steht Ihnen ein zweiter Fertigkeitenplatz zur Verfügung. Nun können Sie zwei Fertigkeiten gleichzeitig anlegen. Eure Fertigkeiten. Oh, okay. Dann haben wir das auf jeden Fall. Und die Panzerung. Die müssen wir auf jeden Fall anlegen jetzt. Die nehmen wir. Cool. So. Gucken wir mal. Ah. Okay. Wie, der schmeißt den einfach weg? Hammerhart. Wir brauchen sie. Denken Sie mal daran. Sie sind vielleicht ein Mistkerl. View müssen wir machen. Erstmal mit der reden. Machen wir. Komm. Medizinischen Flügel entsperren. Vielleicht können wir uns dann auch kostenlose Medics holen. Das wäre super. Dann mal rein in die gute Stube. Jetzt sehe ich das ohne Probleme. Medizinischer Flügel. Anforderungen haben wir gemacht. So. Können wir leider nicht laufen. Warum auch immer. Oh, wo ist es denn? Wo ist es denn? Die Troller. Oh, wie? Majestic Canary? Hä? Ah, okay, die taucht dann auf. Ah, na, so. Wen haben wir denn da? Na du, wie geht's dir? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ach, kein Problem. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Mhm. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Ja, wir tun, was wir können, Dr. Und der Kendall. Patient. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Na, schon bekannt, ja? Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Okay. Dann mach das mal. Können wir sonst irgendwas machen hier? Der Flügel kann jetzt am Flügelterminal ausgebaut werden. Aha. Dann schaue ich mir das nochmal an hier. So. Was haben wir denn hier? Klinik.
Die Medizinflügel erfordert Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den sie vornehmen wollen. Man erhält Medizinflügelgüter, indem man medizinische Einsätze und medizinische Kämpfe abschließt. Oha! Grinding! Jedes Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Aha! Wir haben sogar 700. Ich möchte das dann wieder ausbauen. Also so. Die Quarantäne. Wie geht das denn her? Was ist denn das überhaupt? Vorteil, erste Hilfe-Set. Erweitert das erste Hilfe um einen Platz. Naja. Wo führen wir den ersten Ausbau durch? Jo, machen wir. Die Verbesserungen sehen gut aus. Wenn wir das überleben, hole ich sie in mein Labor. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Glückwunsch! Es gibt immer noch viel zu tun. Obwohl in der Beta keine Hauptmissionen mehr verfügbar sind, bietet New York Aktivitäten und Geheimnisse, die entdeckt werden können. Vor allem in der Dark Zone. Ihr werdet die größte Herausforderung, die beste Ausrüstung und eine Menge anderer Spiele innerhalb der Dark Zone antreffen. Geht einfach nach Osten, wir sehen uns drin. Wie? Das war's schon? Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Ah, das ist ein Kampf. Auch ein Kampf. Was ist ja blöd. Naja. Da kann ich da nichts dran ändern. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Hey Sie, wollen Sie was kaufen? Ja, würde ich gerne, aber ich habe keine Kohle. Also von daher wird es ein wenig schwierig. Naja, dann schauen wir uns noch ein bisschen um, würde ich sagen. Eine Bande von Rikers mit Waffen in einem Kraftwerk? Ich hab nicht gedacht, dass es einfach so zu Ende ist. Okay. Gehen wir mal den. Was haben wir denn da? Das sind medizinische Flügel. Tech-Flügel. Ausbauten 1 von 10. Dann gehen wir mal auf hier nochmal. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Wieso nicht? Die Feindbasis angreifen. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Feindbasis angreifen klingt immer gut. Oh, stimmt, ich habe gar nicht geguckt nach meiner Ausrüstung hier. Was habe ich denn eigentlich bekommen? Tolles. Fertigkeiten haben wir ja klar. Einmal zurück. Im Winter. Was haben wir denn da? Stabilität, Zieloptik. Aha. Anlegen. Haben wir sogar alles angelegt. Wieso will ich immer nicht mit Space. Ein paar Handschuhe vielleicht bekommen? Nein. Okay. Haben wir hier was? Ah, Schutzpaket. Da haben wir doch was. Sehr schön. Das haben wir sogar angelegt, wie ich sehe. Naja. Dann gehen wir mal raus und greifen mal die Feindbasis an. Oder weiß ich, was auf der Karte ist. Ja, ich weiß es ja. Dann holen wir mal das hier. Gnadenlieferung. Machen wir mal die Gnadenlieferung. Die ist mir schön dicht. Ist nicht so weit zu latschen. Und klingt auch nicht so lange. Oh, achso, ich habe gedacht, 2 Kilometer schon. Voll verguckt gehabt. Jo, das weiß ich doch schon alles mit den Haftgranaten und Geschwätz. Nervt mich damit nicht, bitte. Muss ich das einmal drücken, damit das weggeht? Scheinbar. Gut. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Boah, du blöder Vogel, hast mich erschrocken. Also ich muss sagen, jetzt ist Nacht, war nicht eben auch Tag? Na du? Du brauchst Hilfe. Jo, Moment, warte. Du kommst Hilfe. Moment. Was ist das denn? Miserabel. Mann, lass mich doch mal gucken hier. Ihr Schweine. Ah. Verdammt nochmal. Oh, weiter. Oh, Glück gehabt. So, Alter, ist doch mal gut hier. Das
erstmal kriegst du hier eine. Hat hier verpasst, Junge. Zack. Wie, das, die Explosion reicht nicht. Ah, würde sagen. Na? Na, du? Oh, das Kollege. Verzeihung. Na, was tun dafür aber Verrenkungen? Hat dir nicht viel geholfen, ne? Ja, dir helfe ich jetzt gleich. Moment. Was ist der Unterschied? Ah, im Umkreis. Okay. So, dann legen wir das mal kurz ab. Aua, aua, aua. Mann, ich will das sehen. Oh, verdammt. So, Junge. Jetzt wärst du dran. Jetzt bist du so dran. So, wunderbar. Gut. Ah, wie geil ist das denn? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ja cool. So, wo sind jetzt die Verletzten? Verletzte, wo seid ihr? Hm. Ich hätte dich ja gerne. Was ist das denn? Hm, plündern. Okay, wir haben eine geschmiedet. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, in den Erste-Hilfe-Kasten lasse ich aber jetzt drin. Aufklärungsdaten, Sicherstellung. Aha. Interessant. Ausbelegen. So, hier geht's wieder ab. Markierte Position in der Nähe. Oh, da haben wir was. So, Junge, komm her. Hier Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Oh, danke dir. Oh, ich glaube, bis ihr da seid, sind die alle eliminiert. Ja, kommt. Ah, schon mal hier Deckung nehmen. Ah, wo seid ihr denn eigentlich? Ich sehe jetzt auch Schüsse. Ah, da war einer. Gehen wir doch mal. Oh, Junge. Betrug. Oh. So, komm. Geh aus der Deckung raus, geh aus der Deckung raus, bitte. Ach! So, Junge. Too late for search. Okay, da haben wir noch einen. Da ist noch einer. Nicht mehr lange. Zersiebt. So, dann wechseln wir mal die Position. Okay, da ist auch ein Schutz für mich. So, Junge, Junge, Junge. Komm her. Oh, oh, oh. Oh, Junge. Das war's mit dir. Gucken wir mal, was du dabei hattest. Weiter mit. Nix da. Ich plündere gerne. Oh, schön genommen. Schön flankiert. Na, komm. Jawoll. Tschüss. Feindkräfte nähern sich. Ah, wir müssen ihn sichern. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Komm. Noch 10 Sekunden. Hopp, hopp, go, 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 go. Oh, von hinten. Du Drecksack. Komm, wir haben es gleich gesichert. Und. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Yes. Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Alter, warum immer von hinten? Diese kleine Ratten. So. Gut, markieren. Eine. Okay, wo ist er? Wo bist du denn? Bist du hier? Oh, mach schnell weg da. Wow, 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 wow. Ah, so sieht man das immer da. Okay. Danke für die Infos. Bereich gesichert. Jawohl! Gegner neutralisiert. Sehr schön. Sie werden versuchen, uns zu überrennen. Ohne sie hätten wir das nicht geschafft. Gut, Leute. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Dann werden wir wohl ein paar kleine Mini-Missionen machen. Also, bis dann. Ciao. Das war knapp.